Das mache ich mal. Und wir können nur weiter etwas kaufen. Ich würde sagen, Essen ist viel wert. Dann produzieren wir noch. Müssen wir mal nochmal hier rauf. Wir produzieren noch Essen. Wo ist Essen? Hier, Nahrung. Da kriege ich einen Bonus. Jetzt muss ich schauen, was verbraucht es. Energie. Ja, wir brauchen ein zweites Thermalkraftwerk, weil sonst mache ich hier nur Minus. So, jetzt können wir forschen. Aber dazu brauche ich das hier. Das werden wir auch zwei Stück nehmen. Oder ein Stück, reicht auch eigentlich. Nehmen wir eins, das reicht. So, was gibt's hier? Marsgelände. Wollen wir mal Pause drücken? Ich muss mir das Feld erst anschauen. Bitte auf Optimierungszentrum. Na gut, den Preis kann ich rauftreiben, sage ich mal. Ich habe ja schon eins, ne? Das kann der andere haben, das ist mir scheißegal, ehrlich gesagt. Schulden abbezahlen, das wäre auch eine Geschichte, ne? So, das Essen ist ordentlich was wert. O2 auch. Wir sind jetzt überall im Plus, soweit haut's hin. Ein Feld habe ich noch. Ich würde sagen, ich baue das hier. Aber das wird viel Geld kosten. Ich kann mir auch nur einen Claim kaufen. Das werde ich auch machen. Was mangelt euch denn? Kohlenstoff. Wir brauchen mehr Kohlenstoff. Ja, dann bauen wir jetzt eine Kohlenstoffmine. Mir ist das jetzt nicht so blöd. Da hinten war da nur eine. Ah, ist die auch. Das ist alles schon von der KI eingezogen. Ja, dann müssen wir sowas da noch bauen. Und ich würde sagen, das setzen wir zu den anderen. Weil dann, wo habe ich denn die hingesetzt? Hier. Weil dann kriege ich Bonus. So, jetzt kriegen wir ordentlich Kohlenstoff. Kohlenstoff. Und wir werden natürlich das dann optimieren mit unserem Optimierungszentrum. Aber dazu muss der da produzieren. Der braucht Kohlenstoff. Ja, dann kaufe ich das mal. So, wir haben Kohlenstoff. Der Preis geht hier wunderbar rauf. Raus mit der Ware. Jawohl, es haut hin. So. Und was können wir in den Boden walzen lassen, dass die keine Gewinne mehr machen? Wasser ist hoch, das nützt sich aus. Brennstoff ist schlecht für mich, schlecht für dich. Kohlenstoff, ja. Wem gehört denn der ganze Kohlenstoff? Den vertue ich jetzt nämlich die Preise. Wer ist denn das? Wollen wir mal kurz Pause drücken. Das muss ja doch irgendwer fördern. Wer ist denn das? Hier, dem Gelben gehört's, ne? Ja. Aber es ist eh sehr wenig wert. Von daher, da machen wir kein Ding. Ich werde die Preise hier rauftreiben, einfach von dem hier. Weil dann machen wir ordentlich Gewinn. So, das kostet viel Geld, aber okay. So, wie viel haben wir so ein Fläschchen? Nur gar keins. Produziert hier keins oder was ist los? Treibstoff? Ja, dann kauft euch doch Treibstoff. Boah, der Treibstoff muss billiger werden, ey. Wir müssen den Treibstoff runter hier mit den Preisen, ne? Das explodiert ja völlig, ey. Ich muss den immer nachkaufen, das kommt mal gescheit teuer. So. Ist der Preis in Ordnung? Jawohl, der Preis geht gleich rauf. Hier wird jetzt produziert. 8 habe ich schon, 9, jawohl. Wir können die Forschung gleich anfangen, aber ich fange die Forschung früher an. Ich möchte mehr von der Elektronik hier. Je früher wir forschen, desto besser. So, da ist eine schöne Preisexplosion gerade. Das hier, da explodiert der Preis auch. Hm, verkaufen wir die restlichen zwei noch. So, bis 2,50 gehe ich runter, das geht. So, was können wir denn hier machen? Das passt schon so. Essen. Kaufe ich auch wieder eine Runde. O2. So, den Rest behalten wir, weil da haben wir eh Minus. Wasser haben wir nur Plus. Da geht der Preis wunderbar rauf. Das ist auch nicht gerade wenig. Das verkaufen wir. Da steigt der Preis. Wunderbar. So, wir haben einen Claim noch.
Was könnte man noch bauen? Optimierungszentrum habe ich schon. Patentlabor. Oh. Hackerzentrum habe ich. Disco-Kugel habe ich. Den Offshore-Markt, aber das ist verdammt teuer. Brauche ich Glas, Elektronik und so. Das ist verdammt teuer, der Spaß. Aber ich würde sagen, wir bauen vielleicht nochmal Wasser ab. Ah, Wasser ist blöd. Noch so ein Elektronikteil. Noch so ein Elektronikteil und wir werden die Preise noch weiter hier raufsetzen. Weil hier verdienen wir einfach unser Geld. Das sollte hinhauen. Jetzt haben wir so einen scheiß Streik hier. Das passt mir gar nicht. Ich könnte mir jetzt nur einen Claim kaufen. Geld haben wir. Ja, jetzt müssen wir uns einfach nur vor der Übernahme hier schützen. Und dann sollte das hinhauen. Ja, die Preise sind aber ganz in Ordnung gerade. Das hier ist einiges wert. Ich kaufe mir nur einen Claim und wir nehmen noch so eine Dings hier, so eine Chemikalien-Dingsbums, weil das gibt nämlich ordentlich Asche und wir brauchen Asche und wir brauchen schnell Asche. Der kann uns da aufkaufen, wir müssen unbedingt unsere Aktien nach oben treiben. Was geht das Bücher frisieren? Wir brauchen 14k, das ist jetzt nicht das Problem. Haben wir, Black Market ist online bald, wir müssen da ja hoch, weil der Arsch kann uns aufkaufen. Das ist ein bisschen scheiße gerade. Der hat das da. Wir müssen den Grünen unbedingt irgendwas zu Fleiß tun, weil das geht gar nicht hier, ey. Der kann uns bald aufkaufen. Ich weiß nicht recht, wie ich mich im Moment dagegen wehren soll. Das ist das. Stahl ein bisschen verkaufen. Das hier kann man verkaufen. Das hier kann man in Massen verkaufen. Wir brauchen Geld, ne? Hier ist super Preis. Oh, ich werde gleich aufgekauft. Das gefällt mir nicht. Werden wir nur durchhalten, 50 Sekunden? Das ist die Frage. So, das geht rauf. Sehr schön. Da können wir Asche machen. Wo kriegt denn der das ganze Geld her, ey? So, jetzt muss ich sofort was unternehmen, ey. Aber ich brauche nur 20 Sekunden, aber in denen kauft der mich auf. Das ist das Problem. Das kostet 14k. Ich werde einfach mal ein bisschen Schulden zurückzahlen, aber ich glaube, das wird nicht reichen. Nicht wirklich. Wir müssen Geld machen. Braucht den Black Market. Der kann sich meine Firma leisten. So, ich brauche 1,149 und er hat... Wie viel hat denn der Bargeld? Wo steht denn das? Das muss irgendwo stehen. Geld, ja, auf jeden Fall genug Geld. Das ist das Problem und der wird mir jetzt gleich aufkaufen. Ich brauche den scheiß Black Market. 15 Sekunden, aber ich glaube nicht, dass man das durchhalten. Das ist das Problem. Ich verkaufe eh schon wie ein Weltmeister. Aber es reicht halt nicht. Das ist es. Ich bezweifle, dass man das so lange durchhalten. Ich muss mal da irgendwas einfallen lassen. Wow, hier geht der Preis schön rauf, sehe ich gerade. Der Preis ist auch okay. 10.000 zurückzahlen, ja, das ist okay. Der Aktienkurs muss hochgehen und zwar Dali. Dali Bagali oder wir sind dran, Leute. Boah, ich werde hier gleich wieder aufgekauft. Ich muss die Bücher hier frisieren. Das dauert noch. Oh Gott, jetzt kriege ich auch nur so einen Magnetsturm. Ich verkaufe mal ein bisschen Stahl und reiß den Preis da ins Bodenlose. Vielleicht hilft das auch nicht. Was ich brauche, ist das hier. Jawohl, der hat einen Streik, aber trotzdem hat er genug Bargeld. Das ist mein Problem. Komm, Black Market, ja. So, jetzt treib meinen Kurs nach oben, Junge. Wachse, wachse. Ja. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Jawohl. So, dann muss mein Kurs raufgehen, weil dann kann er sich mir nicht mehr leisten.
Das ist das Einzige, was mir jetzt was helfen kann. Jawohl, es hilft auch. Allerdings sage ich euch, ich weiß nicht, wie ich mich hier zur Wehr setzen soll. Das ist das Problem, ne? Ich muss mal irgendwas mit dem Grünen einfallen lassen. Was kostet der insgesamt? So viel Geld habe ich eh nicht, aber... 91.000. Hä? Boah, teure Spaße. Ja, aber das hier können wir verkaufen, sehe ich gerade. Da haben wir sehr viel. Brennstoff ist ein bisschen ein Problem. Der Brennstoff muss runter mit dem Preis. Unbedingt. Ich bin aber auch nur im Moment gefeit. Der Grüne, der holt schon wieder auf. Wir brauchen einfach mehr Geld. Das ist es. Wir brauchen mehr Geld. Und der Grüne hat dummerweise genug Geld. Price manipulation begins shortly. So, was ist hier jetzt? Silizium haben wir keins. Ja, dann holt euch doch eins. Das Problem. So, der Preis, der steigt ins unermessliche Grad hier von der Elektronik. Hey, ich muss mal was einfallen lassen hier. Das geht nicht. Der Grüne hier, der geht mal ab, der kauft mich gleich auf. Was hat denn der? Stahl. Stahl muss so gut wie wertlos gemacht werden. Hä? Aber der hat dieses Ding hier. Ich muss das kaputt machen. Das kostet ja nur 4.500. Das werden wir jetzt kaputt machen hier. Dieser Off-World-Markt, da kriegt der zu viel Geld. Das ist mein Problem. Das muss ich ihm kaputt machen. Der schießt nämlich schon wieder eine weg und da kassiert er wieder Geld und dann kann er mich aufkaufen. Ne? So, entweder funktioniert das jetzt oder ich habe verloren. So, komm. 4,5k habe ich. Ich muss den jetzt Schuldenrating über D. So, Geld brauchen wir. Jetzt sind wir C, das geht. 4,5 braucht man, das geht. So, komm. Ich brauche das hier. Gib's mir. Jawohl, so du Arsch. Das ist jetzt weg. Building defeated. Ja, das wird jetzt gleich vernichtet hier. Mit Dynamit. Das ist wichtig. Jawohl. Also, das war nicht ich. Okay. Aber das ist auch gleich weg hier. Das ist wichtig, weil der kriegt einfach zu viel Geld. Was fehlt mir schon wieder? Kohlenstoff. Nee. Uns fehlt auch immer irgendwas hier. Also, Silizium und Kohlenstoff bräuchte man noch. Vor allem brauche ich noch einen Claim. Wir müssten hier mal aufleveln. Aber dazu brauche ich Geld. Wegen Glas. Was braucht man? Aluminium. Mal ein bisschen einkaufen hier. Stahl. Aluminium, okay. So, hier kriegen wir ordentlich Asche. Das können wir verkaufen. Sehr schön. So, Stahl brauche ich sowieso. Glas kann ich nur brauchen. So. Hier ist ein Superpreis. Das verkaufen wir jetzt komplett. Das auch. Wir können aufleveln. Und wir sind aufgekauft worden. Ah. Also die Konkurrenz hier, die ist enorm. Diese Rakete, die bringt so viel Geld. Die müssen wir auch bauen. Unbedingt, Leute. Die müssen wir bauen. Das Problem ist, der hat uns alles am Anfang weggeschnappt. Die besten Claims. Der ist richtig abgegangen hier, die Sau. Ihr seht ja diese, wie nennt man das, das Off-World Trading Dingsbums, das bringt Geld ein ohne Ende, ne? Jo, was hat der mit, was hat der mit Energie, hat der viel Geld gemacht, okay. Ja, vielleicht so viele Schulden auch nicht machen, das wäre auch eine Idee, denn dann wird man nicht so leicht aufgekauft, ne? Also es ist so schwer als Wissenschaftler zu gewinnen, ich probiere es jetzt das vierte Mal, Leute. Ich komme da nicht vorwärts. Das ist so schwierig als Wissenschaftler. Ich werde jetzt mal nicht mehr alles hier freischalten, sondern nur die wichtigsten Dinger. Was ist das hier?
Was ist das hier? Ah, Wasser, okay. Robotic colony found it. A geothermal vent. So, da hinten noch. Diese Kohlenstoffvorkommen hier sollte man einnehmen. So. Da drüben ist eh nichts mehr, da scheiße ich da drauf. So, und wir werden das jetzt früher gründen, denn die Besten sind einfach die Besten. Wir werden viel in Stahl machen. Mit Stahl macht man das Geld, das habe ich schon gesehen. So, gleich zwei Stahlwerke hier. So, noch ein Stahlwerk. Wir lassen uns jetzt hier nicht mehr verarschen. Wir machen jetzt hier total in Stahl, da werden wir das Geld machen. Dann brauchen wir, Kurzpause, wir werden das jetzt hochprofessionell machen. Wir brauchen Energie und Wasser und in Nahrung werden wir auch unser Geld machen. So, Energie und Wasser, also eine Wasserpumpe bauen wir uns. Wo kriege ich viel Wasser? Hier. Wisst ihr was? 2-0. Wie viel braucht das Wasser? Ja, nehmen wir das hier. Und jetzt habe ich keine Felder mehr. Gut, dann müssen wir ein bisschen warten, aber ist ja kein Problem. Schalt mal ganz kurz schnell. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.